Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Jungen Union Darmstadt-Dieburg, zur ersten Folge unserer Online-Ausgabe von JU per Du. In den kommenden Wochen wollen wir euch einige Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Sport vorstellen. In unserer heutigen ersten Ausgabe hat sich Leon mit unserer örtlichen Bundestagsabgeordneten Patricia Lips online getroffen. Über was die beiden so gesprochen haben, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier bei JU per Du, der Online-Ausgabe dank Corona. Heute mit einem ganz besonderen Gast, unserer Bundestagsabgeordneten Patricia Lips für den Wahlkreis Odenwald. Das ist der Wahlkreis 187, sind die östlichen Teile der Landkreise Offenbach-Land, Darmstadt-Dieburg und der komplette Landkreis Odenwald. Nebenbei ist er auch noch stellvertretender Bundesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU, der MIT, Mitglied im Haushaltsausschuss, Vorsitzender des Bundesfinanzierungsgremiums, war auch schon Vorsitzender des Bildungsausschusses und vieles mehr in der Vergangenheit und ist schon seit 2002 im Bundestag und deswegen auch für viele, die hier aufgewachsen sind in der Region, schon immer ein Gesicht, auch was man mit dem Bundestag verbindet. Als Also allererstes bist mal, du immer älter. als allererstes in der aktuellen Zeit, wie geht's dir denn so momentan? Alles gut soweit? Ja, gesundheitlich geht es mir gut. Ich habe zwar auch schon meine erste Quarantäne hinter mir, aber rein körperlich, gesundheitlich geht es mir gut. Und an alles andere musste man sich halt erst gewöhnen, auch wir, die wir normalerweise extrem viel auch persönlichen Kontakt mit Menschen haben. Das ist ja jetzt alles weg. Wir sind Ja, sozusagen klar. im Homeoffice, fahren aber auch nach Berlin, also die Sitzungswochen finden statt. Nichtsdestotrotz, daran musste man sich natürlich erstmal gewöhnen. Genau. Wie bist du denn überhaupt zur Politik gekommen? Also du bist ja jetzt schon eine der Personen, die schon länger dabei sind, kann man sagen. Im Gegensatz zu uns JUlern. Was war deine Motivation dahinter? Wie bist du da reingerutscht in das ganze System? Also im Gegensatz zu vielleicht manch einem von euch war es jetzt nicht irgendeine bekannte Persönlichkeit aus der Politik, sondern ich war in meinem Heimatort schon immer gesellschaftlich sehr stark unterwegs. Bin jetzt auch schon seit 27 Jahren Vereinsvorsitzende und der Einstieg kam über die Kommunalpolitik. Einfach für den Ort etwas tun zu wollen, sich einbringen zu wollen und so kam ich praktisch dann zur Politik. Ich bin dann angesprochen worden, war in bestimmten Gruppen drin. Hättest du nicht Spaß an sowas? Und so hat das Ganze mal angefangen. Ich Alles war klar. übrigens damals auch schon etwas älter. Ich war schon um die 30. Bist nicht direkt am Anfang als Jugendlicher mit dazugekommen. Nein. Momentan Bundestag nicht die klassische Arbeit, haben wir ja eben schon gehabt. Viele Termine finden nicht als Präsenztermine statt. Ihr seid auch größtenteils im Homeoffice. Wie ist die Lage für dich? Wie nimmst du das wahr im Bundestag? Wie ist Homeoffice für dich als Abgeordnete? Also wenn wir mit dem Homeoffice, also mit den Wahlkreiswochen sozusagen mal anfangen, wir sind ja nicht das ganze Jahr über in Berlin, sondern immer nur wochenweise. Es finden in Wahlkreiswochen keine Veranstaltungen statt. Das heißt, die Wochenenden und manches auch am Abend, das fällt jetzt einfach weg. Aber nichtsdestotrotz hat man das Gefühl, man hat mehr Kontakt, also intensiv Kontakt, als es vielleicht sonst ist. Man schüttelt sich zwar keine Hand, man sieht sich nicht, aber die Telefonate, die Telefonkonferenzen, die Videokonferenzen, also der Kontakt nach draußen ist in keiner Weise abgebrochen. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, der hat sich sogar noch intensiviert. Wo man früher vielleicht alle 4 Wochen mal eine Sitzung gehabt hat, sind diese Sitzungen jetzt alle 2 Wochen. Ja, denn die Sitzungen finden ja nach wie vor statt und da man den Fahrtweg nicht hat, hat man sich jetzt daran gewöhnt, das Ganze per Telefonkonferenz oder wie wir jetzt per Videokonferenz zu machen. Also es ist schon ein ziemlich verdichtetes Arbeiten gegenüber dem Normalfall. So und in Berlin, die Wochen sind auch keine Wochen mehr, von Montag bis Freitag. Natürlich kann man dort sein, aber die Präsenz, die Termine, so sie stattfinden, die konzentrieren sich jetzt auf Mittwoch und Donnerstag.
ganz stark. Aber alles andere, was auch montags oder dienstags oder freitags stattgefunden hätte, ich sage jetzt mal eine Fraktionssitzung, Arbeitsgruppensitzung, Landesgruppensitzung, Parlamentskreis Mittelstand, alles, was man sich vorstellen kann, findet statt. Es findet nur anders statt. Das Parlament tagt, allerdings wird darauf geachtet, dass nur eine begrenzte Anzahl von Abgeordneten überhaupt drin ist. Da liegen dann Zettel auf den Stühlen. Bitte freilassen, bitte freilassen, bitte freilassen, bitte freilassen. Und nur auf die Vereine sind wir halt angehalten, uns zu setzen. Es finden auch nicht alle Ausschüsse statt. Normalerweise haben wir ja über 20 Ausschüsse. Einige davon finden auch wieder in Konferenzen statt. Andere finden auch persönlich statt, vor allen Dingen diejenigen, die in dieser Zeit gebraucht werden. Und da stehen auch nicht so viele zur Verfügung. So, und deswegen, ja, es ist ein anderes Arbeiten und man gewöhnt sich dran, aber es ist trotzdem der persönliche Kontakt mit den Leuten, der fehlt natürlich schon. Bist du grundsätzlich eher ein Fan beim Thema Homeoffice oder sagst du, deins ist es nicht, du bist lieber draußen und bist nah bei den Menschen? Wie siehst du das denn? Ist ja jeder nochmal anders. Habe ich ja eben gesagt. Also die viele Veranstaltungen, die fehlen mir ganz einfach. Der persönliche Umgang ist doch nochmal etwas anderes, als wenn man sich jetzt auch in der Videoschalte oder so sieht. Also das fehlt an dieser Stelle schon. Trotzdem glaube ich und empfinde auch manches durchaus als angenehm, dass einiges auch übernommen werden wird auf die Zukunft. Manch eine Telefonkonferenz oder Videokonferenz sagt man, Mensch, das klappt so gut, du sparst dir den Fahrtweg und alles. Lass uns das doch beibehalten. Also ich glaube, da wird einiges auch, wenn alles mal wieder ein bisschen anders ist, beibehalten werden. Davon bin ich überzeugt. Nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu einem eher politischen Teil. Die Bundesregierung trifft ja aktuell viele Maßnahmen. Nach und nach wird auch wieder gelockert. Aber es sind ja schon Einschränkungen auch einfach da für die Bevölkerung. Wie steht denn die CDU-Fraktion oder die CDU-CSU-Fraktion grundsätzlich zu den Entscheidungen, die da getroffen werden, auch von der Bundesregierung? Gibt es da also irgendwelche? Ja, in weiten Teilen werden sie geteilt. Auch das Thema Vorsicht ist in weiten Teilen vorhanden, ist auch bei mir vorhanden. Deutschland ist wirklich gut bisher gefahren, das muss man dazu sagen. Der Virus ist ja nicht weg, bloß weil wir jetzt so gute Zahlen haben, sondern die guten Zahlen sind ja da, weil die Menschen, ich sag mal, sich in weiten Teilen wirklich dran gewöhnt haben, dran halten, Abstand halten, vieles andere mehr, weil auch dieser Lockdown eben da war und jetzt versucht man wieder hochzufahren. Gleichzeitig spüre ich aber auch eine sehr große Ungeduld. In der Wirtschaft auf alle Fälle, da brauchen wir dringend Perspektiven. Im Gegensatz zu anderen Ländern, ich nehme jetzt mal das Beispiel Italien, wo ja sogar das Arbeiten insgesamt, außer vielleicht in der Lebensmittelindustrie untersagt war, war das ganz so extrem bei uns ja nie. Aber es gibt bestimmte Branchen, Hotellerie, Gastronomie, Tourismus überhaupt, der ganze Kulturbereich, ja, das sind alles noch Dinge, die noch große Probleme haben und wo wir noch sehr, sehr vorsichtig sind. Nichtsdestotrotz, die Wirtschaft braucht dringend eine Perspektive. Dazu gehöre ich auch an dieser Stelle. Ich bin kein Treiber bei den Öffnungen, auf alle Fälle nicht. Ich betone nochmal, das Virus ist nicht weg. Es ist immer noch da. Deswegen ist Vorsicht geboten. Aber ich glaube, dass viele Menschen inzwischen sich auch daran gewöhnt haben, bestimmte Dinge auch akzeptieren, wenn sie sie verstehen, wenn sie für sie plausibel sind. Wenn sie nicht für sie plausibel sind, dann wird es schwierig, das Ganze auch noch Wochen oder gar Monate lang zu kommunizieren. Jetzt gibt es ja auch Kritiker im Bundestag. Also am Anfang war ja der Bundestag bei den Maßnahmen, bei der Beschlussfassung eher einheitlich. Da gab es wenige, die gesagt haben, nee. Inzwischen ist vor allem auch die FDP jetzt auch in den Medien aufgefallen, dass sie da sehr kritisch gegenüber den Maßnahmen sind. Ich habe auch mit Carsten Klein bei einem digitalen Stammtisch gesprochen, der auch FDP-Bundestagsabgeordneter ist vor ein paar Wochen, der auch gesagt hat, die Fraktion sieht das auch ähnlich wie Christian Lindner, der das ja sehr nach außen trägt, dass da mehr Öffnungen sein müssen, gerade in der Gastronomie auch.
Was sagst du denn dazu? Also, als das Ganze im März mit diesem Power-Paket verabschiedet wurde, wo man das Gefühl hat, es gibt gar keine Parteien mehr, es ist reines Regierungshandeln. Egal jetzt mal, ob Regierungskoalition oder Opposition. Das war ein ganz normales Verfahren, das hatten wir damals auch bei der Finanzkrise. Wenn die Wucht da ist, dann schaut alles auf Regierung und dann wird auch nicht nach links oder rechts geschaut und dann wird erst mal rausgehauen. Jetzt sind wir in einer Phase, und ich begrüße das durchaus ausdrücklich, wo das Parlament tagt und wo auch Dinge wieder diskutiert werden und nicht einfach nur verabschiedet werden. Ich bekomme hin und wieder Mitteilungen auch aus dem Wahlkreis, weshalb eine Kanzlerin und 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hier so alles entscheiden und die Parlamente da bei diesen ganzen Lockerungs- oder Nichtlockerungsmaßnahmen so gar nicht beteiligt sind. Ganz so schlimm ist es nicht. Aber es ist gut, dass Meinungen ausgetauscht werden, dass deshalb auch der Bundestag tagt, um auch andere Stimmen zu hören. Und die Bandbreite ist halt sehr groß an dieser Stelle. Die FDP, die Fragen müssen Sie natürlich auch selber beantworten, aber es ist natürlich auch eine Partei, die sehr stark das Thema Grundrechte, Bürgerrechte und vieles andere mehr hochhält, verteidigt, auch sehr stark in puncto Wirtschaft unterwegs ist. Und deswegen ist es verständlich, dass sie da ein Stück weit stärker vorantreibt, als es vielleicht eine Regierungskoalition tut. Aber ich betone noch einmal, auch für die CDU, CSU, das, was da in puncto Wirtschaft noch auf uns zukommt, wir sind ja im Moment der Hilfemaßnahmen und noch nicht, wir stärken den Wiederanlauf, also Konjunkturprogramm und alles, was damit zu tun hat, das beschwert auch sehr viele von uns. Ja. Und da brauchen wir dringend Perspektiven. Jetzt sind ja durch die aktuelle Situation unter anderem auch dann die Umfragewerte der CDU sehr nach oben gegangen, weil man gesagt hat, die CDU steht jetzt durch die Kanzlerin auch mit der Regierung sehr im Fokus der Öffentlichkeit. Was sagst du zu diesen Umfragewerten? Glaubst du, dass das wirklich perspektivisch uns unbedingt gute Laune machen sollte, oder müssen wir trotzdem weiter an uns arbeiten, dass das auch so bleibt, wie es jetzt da steht? Naja, es tut ja der guten Laune jetzt erstmal keinen Abbruch. Und das ist schon in Ordnung. Vieles davon hat natürlich auch damit zu tun, dass eine Regierung handelt und eine Regierung in den Augen der meisten Menschen in der Bevölkerung offensichtlich so handelt, dass man Vertrauen in sie hat. Und das widerspiegeln dann natürlich auch die Umfragewerte. Aber wir sehen es auch teilweise in anderen Ländern, dass Regierungen zurzeit einen eher hohen Stellenwert haben, weil es sehr stark geprägt ist von Regierungshandeln. Das darf man nicht vergessen. Ob sie sich bestätigen, das wird man sehen. Wie gesagt, der Parlamentarismus hat ja jetzt wieder so richtig so ein bisschen an Fahrt aufgenommen. Ich hoffe es natürlich, aber das hängt auch in einem hohen Maß von uns selbst natürlich ab. Genau, das ist, bleibt abzuwarten, ob das dann nur für jetzt gute Laune beschert. Dann war für viele junge Menschen vor allen Dingen auch, glaube ich, das Thema Abitur ein großes Thema, ein sehr großes Thema, was ja auch in Hessen durch den Kultusminister ein besonderer Weg dieses Jahr. Ich war auch dieses Jahr Abiturient. Wir waren so ein bisschen mittendrin in diesem Corona-Geschehen da Mitte, Ende März. Glaubst du, da wurde die richtige Entscheidung getroffen, an der Stelle das einfach zu schreiben oder mit unter bestimmten Auflagen zu schreiben, oder hättest du es lieber verschoben, wie es ja andere Länder gemacht haben? Ob das dann sinnvoller ist, wird sich zeigen. Glaubst du, dass wir da die richtige Entscheidung getroffen haben oder die CDU-geführte Landesregierung? Ich weiß nicht, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin, weil ich da nicht tief genug drinstecke, gerade was das Thema Abitur angeht. Und es ist ja in 16 Ländern ziemlich uneinheitlich. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass Hessen relativ früh dran war mit seinen Prüfungen. Andere Länder waren ja noch gar nicht so weit wie Hessen an dieser Stelle. Das ist das eine. Das zweite, ich glaube, dass ihr schon in einem Alter seid, wo ihr auf das Thema Abstandsregel, Hygiene oder Ähnliches ansprechbar seid. Also insofern kann man die Prüfung durchaus machen.
Es hilft ja nichts, irgendetwas zu verschieben an dieser Stelle. Und als drittes müsste ich eigentlich die Frage an dich zurückgeben. Wie hast du es empfunden? Du bist der Betroffene. Ja, ich persönlich fand es absolut richtig, das Abitur zu schreiben. Das um 4 Wochen nach hinten zu schieben, hätte uns ja Zeit verschafft, vielleicht was zu lernen. Aber wir standen sowieso kurz vor den Prüfungen, als diese ganze Situation auf uns zukam. Wir waren gut vorbereitet. Jeder, der das nicht war, ist auch jetzt, glaube ich, nicht gut vorbereitet. War alles machbar und die Maßnahmen waren auch einhaltbar. Also die Lehrer haben das gut umgesetzt, die Schüler auch. Klar, an der einen oder anderen Stelle ist es schade, wenn man dann nicht feiern kann, aber das ist dann so. Ich sag mal, jetzt 4 Wochen später kann man immer noch nicht feiern und die Situation hat sich auch nicht maßgeblich verbessert, dass man jetzt sagen könnte, das wäre was ganz anderes gewesen, glaube ich. Deswegen denke ich, da ist man auf jeden Fall den richtigen Schritt gegangen. Ansonsten war es das auch von meiner Stelle dann. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein paar Fragen zu beantworten.